Die 79. internationalen Hahnenkammrennen stehen unmittelbar vor der Tür. Vieles wurde bereits gemacht, einiges ist aber natürlich noch zu tun. Und heute steht ein erster wichtiger offizieller Termin auf dem Programm, nämlich die Schneekontrolle durch die FIS. Hannes, heute ist der Termin für die FIS-Schneekontrolle. Was genau macht ihr dabei? Ja, wegen Schnee müssen wir heute, glaube ich, nicht schauen. Schnee haben wir Gott sei Dank genug. Wunderschöner Wintertag. Na, was wir jetzt schauen, ist einfach nächste Woche ist Europacup, dass wir da ein bisschen die Linie schauen, damit wir nicht wirklich ganz genau auf der Abfahrtslinie sind. Ein bisschen Sprünge werden wir schauen. Und natürlich Kitzbühel, die wissen wir, machen das immer sehr, sehr gut und sehr, sehr perfekt. Können auch mit den Schneemengen ganz gut umgehen und werden da sicher zurechtkommen. Was kann rein theoretisch noch passieren? Passieren? Wir sind im Freien und das Wetter kann natürlich immer, kann uns das einfach machen und es kann uns aber das auch ein bisschen schwerer machen. Jetzt hoffen wir, dass es noch ein bisschen schneit und dann auch nächste Woche, die ganze Woche die Sonne scheint und dann ist halt vieles oder ein Vielfaches leichter. Herbert, in welchem Zustand befindet sich die Streife im Moment? Ja, die Streife ist im Moment schneemäßig also ausreichend versorgt. Es ist genügend Schneeauflage. Der Untergrund ist aus Maschinenschnee. Und oben drauf liegen mittlerweile 1 Meter bis 2 Meter teilweise Pulverschnee, der aber schon großteils von den Maschinen der Bergbahn entfernt worden ist, aus den speziellen Stücken. Und wir haben jetzt die Aufgabe, dass wir den lockeren Pulverschnee wieder mit so viel Wasser versetzen, damit wir wieder eine kompakte Piste zusammenbringen. Wie genau macht ihr das? Wie bringt ihr das Wasser in den Schnee? Das Wasser wird jetzt mittlerweile noch mit Wasserwerfern aus der Schneeanlage in den Schnee einfach reingespritzt. Die Maschinen von der Bergbahn, die verteilen das Ganze wieder, vermischen das und dann schauen wir, dass wir wieder das Gewicht vom Schnee einfach erhöhen durchs Wasser und damit er dann wieder kompakt wird. Es sind sehr glückliche Gesichter, in die wir hier im Zielbereich nach der Streckenbesichtigung blicken dürfen. Denn alle sind vollauf zufrieden mit dem traumhaften Zustand der Streif. Vor den zahlreich erschienenen Pressevertretern lieferten nun in der Red Bull Bar bei einem runden Tisch die KSC-Verantwortlichen ihre Berichte ab. Mit dabei auch der neue Rennleiter des Hahnenkammrennens, Mario Mittermeier-Weinhandl. Was genau ist deine Aufgabe als Rennleiter? Ja, als Rennleiter ist man verantwortlich eigentlich für alles, was am Hang um passiert. Also sprich Piste, technische Aufbauten, damit macht man die Sicherheit. Das koordiniert man, überwacht man, schaut, dass alles läuft. Natürlich hilft man die Mann da oben am Berg. Bei uns beim Kitzbüheler Hahnenkammrennen ist es natürlich so, dass sehr, sehr erfahrene Leute am Berg sind, die einen super guten Job machen und somit ich als Rennleiter das nicht alles schultern muss allein. Das war bei anderen Rennen anders. Mario, du kennst unter anderem aus deiner Zeit als Trainer den Skiweltcup wie die Westentasche. Was ist am Hahnenkammrennen so besonders? Am Hahnenkammrennen ist das Besondere, dass es halt für die Zuschauer, die im Zielraum herunten sind, eine sehr gut einsehbare Rennstrecke ist. Die sehen sehr viel von dem Spektakel, wie die Athleten sich im Grenzbereich bewegen. Und natürlich für einen Athleten, glaube ich, ist es auch einzigartig, weil es einfach eine Rennstrecke ist, die vom Start weg fordert. Die 79. internationalen Hahnenkammrennen stehen auf dem Programm. Was steht auf dem Programm? Wir haben heuer ein Sportfest. Ich bin immer wieder stolz darauf, dass bei uns der Sport im Vordergrund steht. Heuer 5 Rennen an 7 Tagen. Es beginnt mit dem Europacup am Montag, am Mittwoch Juniors und dann Super-G, Abfahrt und Slalom auf Weltcup-Niveau, den besten Skirennfahrer, die es gibt. Und ich hoffe, dass viele Fans kommen werden, sich das anschauen.